So. Ich muss erstmal hier. So. Bevor wir hier irgendwas machen. Du bist erstmal verwirrt. Natürlich. Okay. Einer Schreck zurück. Können wir die ein bisschen ordnen? Wie viele Äpfel habe ich gefunden? Dann machen wir das halt erstmal so. Bist du erstmal versteinert? Ich jetzt erstmal vorsichtshalber eine Zielbeere, weil ich will diesen Kampf hier möglichst nicht verlieren. Der Krakido hat noch 61 Punkte. So, damit ist einer schon mal weg. Problem ist, dass der hier gerade noch seinen Gegenstoß anhat. Habe ich irgendwas? Orbs wirken im Bosskämpfen nicht. Knapp Krakilo. Ich muss jetzt warten, bis der nicht mehr verwirrt ist. Okay, jetzt ist zumindest sein Gegenstoßstatus weg. Er schreckt zurück. Dann können wir jetzt zumindest mal den hier auseinandernehmen. Und jetzt zumindest zwar zwei gegen einen. Lieber eine Silbeere essen, bevor es zu spät ist. Ich habe keine Belebersamen dabei, da bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Okay. Haben wir das ja geschafft. Ich gebe auf. Gut gemacht. Wir haben alle Apollo erledigt. Juhu. Beeilen wir uns und nehmen sie fest. So geht das Ganze auch ohne Belebersamen. Vielen Dank, der Ganove Apollo. Der unbesiegbare Apollo, den niemand festnehmen konnte. Er wurde endlich verhaftet. Wie schockierend, dass es in Wirklichkeit drei Pokémon waren, die uns getäuscht haben. Deswegen möchte ich diese Festnahme als ermittlungstechnisch brillante Einzelleistung hervorheben. Großartig. Die Knuddeluff-Gilde hat sich abermals als bewährter Partner erwiesen. Das war ein denkwürdiger Einsatz. Oh, wie schmeichelhaft. Dieses Lob lässt uns vor Scham erröten, Herr Oberwachtmeister. Dabei galt das Lob auch gar nicht dir. Hey, hey. Sunflora, nimm dieses Dankeschön von mir. Sunflora erhält einen Sonnenschal von Magnezone. Ein Sonnenschal? Der wird mir eine große Hilfe gegen Feuerattacken sein. Dieses exklusive Item ist ein großer Schatz. Oh weia, ich bin so froh. Nun gut. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.
Wir brechen auf. Eure Aufmerksamkeit bitte. Lasst uns zum Flora danken. Sie hat diese Festnahme zustande gebracht. Das war eine echte Spitzenleistung. Augenblick, ich muss sagen, ich habe das nicht ganz allein geschafft. Wo ich gerade dabei bin, wo steckt denn Krakelo? Wo ist Krakelo? Krakelo? Der steckt in Schwierigkeiten. Anstatt seinen Wachdienst zu schieben, hat er stattdessen lieber sich irgendwo anders herumgetrieben. Als Bestrafung habe ich ihn in den Apfelwald geschickt, um perfekte Äpfel zu sammeln. Krakelo, Plaudergei hatte dich gar nicht so darum gebeten, mir zu helfen. Das stimmt nicht, Plaudergei. Wie bitte? Was soll nicht stimmen? In Wahrheit hat Krakelo... Was? Das ist die Wahrheit? Wenn das so ist, verdient auch Krakelo unsere Anerkennung. Ich muss ihm augenblicklich danken. Aber... Was ist denn, Donnerwetter? Die Gildenregeln sind strikt. Die Tatsache, dass Krakelo seine Pflicht verletzt hat, bleibt bestehen. Strafe ist Strafe. Krakelo hat sich bereits zum Apfelwald aufgemacht. Aber er wird nur heute perfekte Äpfel ernten müssen. Ich grüße dich, Sonflora. Alle sind nebenan und erzählen Gruselgeschichten. Kirin und Fliege sind auch dort. Willst du nicht auch mitmachen, Sonflora? Nein, danke. Ich schreibe gerade etwas in mein Tagebuch. Oh, verstehe. Na gut, komm noch rüber, sobald du fertig bist, Sonflora. Liebunkel hat gerade eine ungeheuer gruselige Geschichte erzählt. Okay, verstanden. Ich komme gleich nach. Oh, Palim Palim. Ja? Ist Krakelo bereits in sein Zimmer zurückgekehrt? Soweit ich weiß nicht. Er wird wohl noch unterwegs sein. Verstehe. Bis dann. Ich möchte den Rest der Geschichte nicht verpassen. Allein wenn ich daran denke. Gruselig. Ich frage mich, ob er immer noch perfekte Äpfel sammelt. Krakelo, ich muss mich wirklich entschuldigen und dir danken. Ich wollte eigentlich nicht mehr mit dir in Dungeons gehen. Leider habe ich mich dir gegenüber entsprechend abweisend verhalten. Oh weia, es tut mir so leid, wie abweisend ich gewesen bin. Ich wünschte, ich könnte das alles zurücknehmen. Ob du wohl in Zukunft noch einmal mit mir Dungeon erkunden wirst? Ob wir wohl wieder Freunde werden können? Wie auch immer, sobald Krakelo zurückkommt, werde ich mich direkt bei ihm entschuldigen. Ich muss es ihm sagen. Das, was ich damals nicht sagen konnte. Dankeschön. Und damit sind wir am Ende von der dritten Bonus-Episode angekommen. Irgendwo auch eine sehr schöne Geschichte zwischen Sonflora und Krakelo. Dennoch meiner Meinung nach die unspektakulärste der 5 Bonus-Episoden, aber dennoch eine schöne. Die spektakulärste heben wir uns ja noch für den Schluss auf. Wobei ich jetzt wirklich am Überlegen bin, ob ich die 4. genau dann mache, wann sie kommt, oder ob ich die ein bisschen aufschieben soll. Da bin ich wirklich noch am Überlegen. Wenigstens haben die Credits immer so eine schöne Musik. Es ist jetzt schon das 3. Mal, dass wir Credits in diesem Spiel sehen.
Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel bleibt storytechnisch übrigens immer noch das Beste von den Mystery Dungeon Teilen. Ich habe Super Mystery Dungeon ja inzwischen auch durchgespielt. Storytechnisch kommt es an Himmel nicht ran, aber gameplay-technisch auf jeden Fall. So, wir müssen ein paar Items entfernen. Wir können wie viel lagern? 16 Stück. Okay. Na, dann lagern wir mal das, was wirklich wichtig ist. Ach, Moment, wenn das so ist. Die würde ich gern mitnehmen. Lass mal die Georock-Box vielleicht noch da. Können wir dann noch einen mitnehmen? Der ganze Rest wäre jetzt nicht wirklich so wichtig. Wobei, ich kann ja noch was aus dem Lager rausnehmen. Da habe ich vorhin irgendwo ein bisschen was gesehen, was ich jetzt nicht so unbedingt brauche. Die ganze Slime-Kost können wir zum Beispiel mal wegmachen. Ich meine, ich habe vorhin noch ein paar Samen gesehen. Die übrigen Kleinkäse braucht auch niemand. Tun wir mal den ganzen Rest hier auch noch. Ach, so viel können wir gar nicht lagern. Immer noch nicht. Okay. Dann. Was nehmen wir denn von denen noch mit? Strahlorb sind ganz gut. Jetzt noch alle Äpfel, die wir mitnehmen können. Okay. So, den Rest lass mal weg. So, ich mache jetzt eine ganz kurze Aufnahmepause. Ich nehme jetzt gleich weiter auf, aber ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ich habe mir eine kleine Aufnahmepause gegönnt. Ja, wir haben jetzt gerade die Bonus-Episode von Sonflora abgeschlossen und wir machen jetzt weiter mit der Hauptstory, wo wir immerhin schon 3 Bosse haben, was ja gar nicht mal so viel ist. Okay. Wir sollen heute wieder Jobs machen. Dann machen wir das doch einfach mal. Schauen wir doch einfach mal, was wir hier haben. Wir haben 3 am Stachelberg, die sind aber ziemlich uninteressant. Wir haben 2 an der Schroffküste. Mhm. So, mal hier. Strandhöhle, Feuchtel, Wasserfallhöhle, Nordwüste, Nordwüste. Wir hätten 4 Ein-Stern-Missionen in der Nordwüste. Mhm. Ein Geowas. Ein Zerpurzel. Dann ein Grunbull, der ist geflohen. Mhm. Das Bronzern könnte schwierig werden. Der ganze Rest, ja.
Wenn ich jetzt nicht weiß, ob das Bronzong einen Monsterraum dabei hat oder nicht, nehme ich jetzt mal einen Erstauer einfach dafür mit. Was habe ich denn eigentlich an Items hier dabei? Oh, eine Menge Gummis. Ja, da weiß ich ja sowieso, wo ich zuerst mal einen Zwischenstopp mache. Hm, was bist du? Also am Hornberg. Nee, danke. Tja, dann wollen wir doch mal wieder. Panier, geh mir noch ein. Ich habe ja gesehen, dass ich zwei Blaugummis noch gelagert habe, aber das ist ja eh Absicht. Die brauche ich später irgendwann nochmal. So. Steigt. Und irgendwas anderes ist gestiegen. Ich habe es jetzt gerade nicht gelesen. Braungummi. Mach mir noch ein. Und wir haben extra IQ. Spezialangriff steigt und... Oh, ich kriege eine IQ-Fähigkeit. Klufterkunder. Ist ja fast nützlich. Und mit fast nützlich meine ich ziemlich unnütz und so. Ist zumindest nichts, was ich jetzt wirklich brauche. Nochmal so einen extra Stat-Boost, das hätte jetzt was. So ein kleiner Wundertrink. Spezialverteidigung. Zwei Weißgummis. Nochmal Verteidigung. Ja, warum nicht? Verteidigung ist ja eh stärker als die Angriffswerte. Je weniger Schaden ich kriege, umso weniger Sorgen muss ich mir machen. Und dann haben wir Konzentrierer, das ist gut. Den kann ich sogar brauchen. Was haben wir denn jetzt alles? Klufterkunder. Wäre vielleicht praktisch, wenn ich Schockwelle hätte. Der Konzentrierer, ja gut, der senkt zwar meinen Fluchtwert um 1, allerdings erhöht er dafür meine Genauigkeit um 1. Und mehr Genauigkeit in diesem Spiel ist einfach nur super. Wie viel Geld habe ich dabei? 918, wie viel habe ich überhaupt noch auf der Bank?